Pole Dance ist eine Sportart, bei der der ganze Körper trainiert wird. Wir haben viele Bewegungen aus dem Turnen, aus dem Tanzen und die Flexibilitätsbewegungen haben wir auch oft aus dem Yoga. Beim Pole Dance wird, wie gesagt, der ganze Körper trainiert. Es ist auch teilweise sehr anstrengend und wenn man das intensiv genug macht, dann kann man Pole Dance auch gut beim Leistungssport eingruppieren. Ich hatte vor knapp 10 Jahren meine erste Probestunde. Das war noch in Neu-Ulm und ich habe das ausprobiert und war dann hin und weg davon. Am Anfang wurde das etwas belächelt. Die Menschen ordnen das oft in der falschen Sparte ein. Aber mit der Zeit, mittlerweile kriege ich auch ganz viel Respekt für meine Übungen, die auch einige Männer nicht nachmachen können. Deswegen sind jetzt alle, man wird schon so ein bisschen dafür bewundert. Ich wollte mal was anderes machen, was weg von den gängigsten Sportarten ist, wie ein Fitnessstudio oder sonstiges, weil da halt auch, man hält es einfach oft auch nicht so lange durch. Und ich bin dann durch Zufall, beziehungsweise eine Freundin von mir ist durch Zufall eben auf das Studio gestoßen und dann war eigentlich so das Spontane, wir probieren es einfach mal und gucken, wie weit wir kommen oder was draus wird. Die, wo Pole Dance nicht kennen, verbinden es gleich mit einer anderen Schiene, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich ein reiner Sport, ein Kraftsport, weil es mir gut tut, weil ich drin aufgehe, weil ich es brauche. Also ich brauche es jede Woche hier zu trainieren und weil es einfach Spaß macht. Also das ist wirklich ein unwahrscheinlicher Spaßfaktor, den man hier hat. Und man hat auch immer wieder was Neues, wo man lernt. Also man ist nicht wirklich wie im Fitnessstudio mit die gleiche Übung, sondern es ist sehr vielseitig.